Also verändert hat sich bei mir, dass ich mich viel intensiver, viel bewusster mit dem Thema Sport, Bewegung, aber auch Ernährung beschäftige, was mich natürlich auch selbst zu einem gesünderen und fitteren, leistungsfähigeren Menschen macht. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung, weil ich auch einfach in den Bereich Fitness auch einen Fuß machen kann und auch in diesem Bereich natürlich mich auch beruflich weiterentwickeln kann. Ja, hallo, mein Name ist Vitali Bellmann, ich bin 38 Jahre alt. Mein beruflicher Werdegang ist im Grunde zweigleisig gewesen. Ich habe einen ganz klassischen Werdegang, das heißt, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe studiert und habe dann in großen Unternehmen und Konzernen im Management gearbeitet. Und gleichzeitig habe ich immer meine Leidenschaft verfolgt, und heißt, ich war immer mit Breakdance, habe ich immer trainiert, habe auch Shows gemacht und nach wie vor auch noch. Und genau, und dann eben das Ganze nochmal erweitert mit dem Hit-the-Beat-Programm. Und ja, so schließt sich quasi der Kreis, dass ich dann gesamtheitlich alles, was Körper und Gesundheit angeht, eben ja, beruflich dann auch verfolge. Als ich das erste Mal Hit-the-Beat gesehen habe, war mein Eindruck, dass ich sehr begeistert war von den ganzen Bewegungen, die ich da gesehen habe, von dem ganzen Spirit, also von dieser ganzen Energie, von dieser Vielfalt auch und natürlich auch von dem Spaß. Man hat es gesehen und man hat sich sofort, hat es eingepackt und man hatte das Gefühl, ja, das macht Spaß, das möchte ich gerne unbedingt ausprobieren. Meiner Erfahrung nach hat sich das absolut bestätigt. Also ich gebe ja auch unter anderem auch selber ja Kurse und mache es aber auch selber privat, weil es mir einfach gut tut, weil es Spaß macht wirklich. Es ist immer wieder eine Herausforderung. Also es ist nicht so, dass wenn man mal irgendwie fit ist, dass man irgendwie denkt, ah ja, irgendwann wird es dann auch leicht. So ist es halt ganz und gar nicht, sondern es treibt mich immer wieder an meine Grenzen. Und ich merke einfach, dass ich immer wieder Fortschritte und Leistung ja, anheben kann oder mehr bringen kann an Leistung, was mich persönlich angeht, aber auch was meine Teilnehmer in meinen Kursen angeht. Bis vor Hit the Beat hatte ich mit dem Thema Fitness eigentlich kaum was zu tun. Ich habe das nur für mich praktiziert, einfach um natürlich einen gesunden Lifestyle zu haben und auch immer wieder was für meinen Körper zu tun. Aber vorher hatte ich mit Fitness an sich, mit der Fitnessbranche, nichts zu tun. Also verändert hat sich bei mir, dass ich mich viel intensiver, viel bewusster mit dem Thema Sport, Bewegung, aber auch Ernährung beschäftige, was mich natürlich auch selbst zu einem gesünderen und fitteren, leistungsfähigeren Menschen macht. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung, weil ich auch einfach in den Bereich Fitness auch einen Fuß machen kann und auch in diesem Bereich natürlich mich auch beruflich weiterentwickeln kann. Durch Hit the Beat habe ich gelernt, dass ich mich nicht einschränke, dass ich immer wieder den Körper vor die Herausforderung stelle, was ist der noch in der Lage zu leisten, das heißt in meiner Bewegungsabfolge, aber auch in meiner Kraft, in der Art, wie ich atme und wie ich bestimmte Ausführungen auch umsetze. Was finde ich an Hit the Beat am besten? Also dadurch, dass ich wirklich ein großer Fan bin, muss ich sagen, ist wirklich das ganze Paket. Sprich, für mich persönlich, weil ich natürlich auch Tänzer bin, ist die Musik einfach mega geil. Die spornt einen ohne Ende an. Sobald die Musik losgeht, hast du einfach nur Bock, dich zu bewegen. Dann natürlich die coolen ganzen Bewegungen. Es macht super viel Spaß, auch selbst kreativ zu werden und zu gucken, wie kann ich das selber auch noch ein bisschen umbauen, ausbauen, mal schwieriger machen, mal leichter machen, für jedermann quasi auch zugänglich und machbar, umsetzbar. Ja, einfach noch mehr Spaß
an der Entwicklung und Entfaltung meiner eigenen körperlichen Fähigkeiten und natürlich auch die Bock haben, mit mir so ein cooles Programm zu machen, beziehungsweise auch an ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit zu arbeiten. 5, 6, 7, 8.